Hakuna Matata, willkommen zurück zu Let's Play Little Nightmares. So, da bin ich wieder. Genau, es geht direkt im Anschluss weiter, nach der Livestream-Pause. So. Oh. Oh mein goodness. Wir haben hier aus den... Und ich latsch direkt mal wieder da rein. Ganz toll. Wirklich. Ganz große Klasse. Toll. Also, wir müssen uns noch immer vor den Würmern in Acht halten. In Acht nehmen. So sagt man das doch eher. So. Gut. Erstmal an. So, dann haben wir hier jetzt einen weiteren Duschraum. Und aus den Duschhähnen kommt... Oh nein, ich war zu langsam. Die Passage ist eigentlich nicht schwer, das muss ich ja schon zugeben. Die ist eigentlich einfach, aber... ja. Ich laufe anscheinend immer in den falschen Winkel umher. So. Concentration. Meine Güte, ich wollte gerade nach links. Oh Gott. Ich und meine Wurmhürden. Angie hat dazu noch geschrieben, ich muss sagen, ich kenne dich wirklich schon ein paar Jahre. Hab immer deine Let's Plays mit meinem Bruder geguckt und jetzt in letzter Zeit dachte ich mir, muss ich mich bemerkbar machen. Oh, wie lieb. Dankeschön. Das bedeutet mir wirklich viel, dass du die Initiative ergriffen hast, auch was Nettes zu schreiben. Vielen lieben Dank. Wie ich erstmal so überlegen musste, so wie erstelle ich diesen Satz? Man muss ja auch nicht kontinuierlich schreiben. Also das erwarte ich jetzt auch von keinem, ne? Genau. Wie schön mit deinem Bruder. Mega cool. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich schon so lange kennst. Pause von Henry muss auch mal sein. Oh ja. Du sagst es. Das stimmt. So, vielleicht muss ich jetzt hier mal nicht entlang rennen, sondern... So. Ja, schaut mal. Hä? Moment, sind wir im Kreis gelaufen? Wir sind tatsächlich im Kreis gelaufen. Aber, damit hier der Strom deaktiviert wird, die Elektrizität, dann werden wir mal hier durch die Stangen uns wieder zwängen. Jetzt haben wir hier weitere Gefängniskästen. So, hier sehen wir schon mal Licht. Wir wissen, was dieses Licht bedeutet. So. Verstecken. Es ist wieder das Beobachterauge. Okay. Okay. Weil wir uns ja auf dem Schiff befinden, schwankt das Schiff immer nach rechts und links mit den Wellen umher. So, und ich habe leider verpasst... Oh, oh, das ist ein bisschen sehr... So. Genau, schaut mal. Wir können jetzt hier diesen Putzwagen verwenden, um wirklich unerkannt... Nein! Nicht! Oh, nein! Oh, wir sind... Ja, wir sind tatsächlich versteinert. Medusas Blick. Oh. Wie ich euch einfach nichts vorzeigen kann. Oder vorstellen kann. So. Nee, das lohnt sich nicht. Wir müssen warten, genau. Okay. Dann warten wir hier. Der Schatten, okay. Oh Gott, und da liegen schon ein paar Kinder, die hier versteinert worden sind. So, wir rennen weg. Ah. Puh, geschafft. Die hängen hier überall. Okay.
dann laufen wir diesen Steg entlang, der Quicktime-Event. Nein, nicht Quicktime-Event, aber der auf Zeit ist. Oh, ich verstehe. Ah! Ich bin runtergefallen. Das ist das Tückische an Sidescroller. Sidescroller. Wie ich das gesagt habe. Oh nein, das ist aber ein blöder. Das ist ein blöder Save Point. Scheiße. Ich bin einfach automatisch in die Tiefe gestürzt. Dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Gut. Ja, verfolgt den Putzeimer, den Putzwagen. Gut, okay. So. Da stürzt es in die Tiefe. Das ist mit uns gerade eben passiert, aber zum Glück diesmal nicht. So. Dann haben wir hier einen einzelnen Raum, der sofort wieder abgesperrt wird. Hier haben wir zwei. Nee, wir haben drei. Nee, zwei. Oh. Oh, hindurch. Ladesequenz. Ich glaube, so ein bisschen kann ich so ein bisschen mehr hier hin. So. Tja, dann habe ich die Ladesequenz genutzt, um ein bisschen das hier zu verändern. Ja. Gut. Da haben wir schon wieder das Auge. Oh, die Musik. Die wird hier unheimlicher. Wow, wir müssen ganz, ganz weit hinauf. Dann besteigen wir einmal hier die Treppen. Gehen wir mal erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Aha, wieder so eine Art Büroraum. Oh, da ist einer. Hey. So. Bist du hier drin? Ist er nicht hier reingegangen? Wo ist er denn? Nee, das ist nur ein Schrank. Okay. Wo ist denn der kleine Wicht? Ist er hier hinter gegangen? Ach nee, hier kann man ja gar nicht hinter. Und hier gibt es auch kein Loch, ne? Nee, kein Loch. Hä, da ist doch ein extra Raum. Da ist doch ein extra Raum. Warum komme ich da nicht rein? Okay, das muss ich mir mal gleich angucken. Oh! Ach so, da ist er verschwunden. Deswegen hier auch die Spur. Erstmal gucken, was kann man denn hier allgemein? Okay, hier haben wir so eine damalige Arbeitsuhr, dass man immer abtackert. Festhält. Feststempelt, wie lange man gearbeitet hat. So. Eine kleine Kaffeetasse, die ich kaputt gemacht habe und dessen Scherben mich nicht weiter kümmern. Man könnte hier ganz nach oben, aber ich... Bringt das was?
Moment, oder ist da oben so eine Collectible-Figur? Besser gesagt, Porzellanfigur. Okay, das geht nicht. Oder ist da oben nichts? Das werden wir mal schauen. Oder? Nee, okay, ich glaube, da ist nichts. So, schnappen wir uns hier den einsamen und verlassenen Stuhl. Und packen ihn auf dieser Druckplatte. Deswegen ging das Ganze nicht. So, Druckplatte und rein da. Husch. Wo ist jetzt der Kleine? Hallo. Oh, in der Ecke ist er. Da ist er. Hey. Du brauchst nicht... Er rennt wieder weg. Du brauchst doch nicht vor mir wegzurennen. Du brauchst keine Angst zu haben. Hey. Oh, er ist weg. Er ist weg. Schade. Keine Knuddeleinheit. Mist. Scheiße, ich sehe ihn nirgendwo. Und hier ist er ja auch nicht, ne? Oder hast du dich hier versteckt? Kann ich damit interagieren? Nee. Okay. Kann ich mit dem interagieren? Nein. Okay, auch nicht. So, hoch da. Aha, wir können einen Knopf drücken und... Oh mein Gott. Das Auge zeigt uns Räumlichkeiten, die beobachtet bzw. mit einer Videokamera versehen sind. Okay, hier sieht man jetzt zwei Kinder schlafen. In dem Schlafraum. Ach so. Okay, ansonsten... Oh mein Gott, ansonsten sehen wir die kleinen Wichte. Die kleinen... Das sind drei. Die haben da einen Schuh mit einer Kerze, damit sie Licht haben, Helligkeit. Oh mein Gott, wo ist das? Okay. Komisch, warum man die beobachtet. Tja, dann haben wir hier auch einen schönen Koch, der schön in seiner eigenen Kammer eingeschlafen ist. Ganz toll. Ein fetter Koch. Aha. Dann haben wir jetzt hier einfach nur... eine Treppe, die nach oben führt und viele Bilder hängen. Warum ändert sich die Perspektive? So. Aha. Da sitzt eine Frau links am Rand, die näht oder stickt gerade. Die sieht auch so asiatisch mit ihrem mit den Haaren aus. Dann haben wir zentral einen zerbrochenen Spiegel. Und auf dieser Frisier- oder Schminkkommode haben wir wieder diese Porzellanpuppe. Da müssen wir also bald hin. Das war's. Ne, Moment. Oh. Okay, jetzt haben wir hier einfach auf dem Kissen einen Spiegel. Kann man noch was anderes sehen? Nee, okay. Gut, dann haben wir jetzt hier den Spiegel. Warum haben wir hier einen einzelnen Stuhl? Wofür ist denn der? Hä? Wofür ist denn dieser Stuhl? Der wirkt hier voll deplatziert. Ach, darüber kann man ihn gar nicht nehmen. Darüber befördern. Okay. Ja, nee, dann lassen wir es. Keine Ahnung, was es mit dem Stuhl auf sich hat. Und der kleine Wicht ist irgendwie weg. Schade. So, dann gehen wir jetzt hier automatisch weg, denn hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Da ist er! Oh Gott, wir werden eine Etage höher gehen. Oder nicht nur eine Etage. So, die Kamera schwenkt raus. Da ist er! Oh nein, er hat auch Angst. Oh mein Gott, nein. Keine Angst! Jetzt wurdest du umarmt. Mit ganz viel Knuddelenergie. Dann haben wir hier wieder Müll und so und eine weitere gut verdichtete Tür. So. Ab nach oben. Oh, süß. Wie der uns anguckt. Oh.
Gut. Ja, voll so ein Haar eingeatmet, so oh, lecker Haare. Nom nom nom. Leibgericht. So, Tür mit Augensymbol. Da sind einige. Holy moly. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben hier Pantoffeln und wir haben eine Dose. Dann haben wir generell. Oh, wir haben viele Bilder. Wir haben hier auch ein eigenes Badezimmer, unsere eigene Kloschüssel. Pennywise hat geschrieben, alle, ganz viele Liebe. Ach so, alle, ganz viel Liebe an die Rithlin dalassen. Oh, danke schön, Pennywise. Vielen Dank, das freut mich. Ganz viel Liebe. Oh mein Gott, wie schön. Dankeschön, Benny. Es macht wieder bessere Laune, auf jeden Fall. So, haben wir hier den Koffer. Haben wir hier noch einen Koffer? Okay, den Koffer kann man bewegen. Also, dieser Raum sieht wirklich, abgesehen von den anderen Räumen, die wir bisher gesehen haben, sieht er ziemlich teilweise gemütlich aus. Wir haben hier eine tapezierte Wand. Wir haben hier natürlich im Verhältnis zu der Toilette ein viel zu hohes Waschbecken. Eine eigene Toilette. Dann haben wir hier Schränke. Wir haben einen Tisch. Wir haben Koffer. Koffer deutet darauf hin, dass man natürlich irgendwie nur für eine gewisse Zeit irgendwie verreist. So, dann haben wir hier ganz. Was ist das denn? Einen ganz langen Schrank? So, das Hauptbild, was ja am interessantesten ist, ist in der Mitte zentriert, in einem Bilderrahmen eingerahmt, in einem runden Bilderrahmen, mit ja, ein Gesichtsporträt von einem Mann mit Hut, keine Augen oder die Augen sind verbunden und der hat so eklige, ja, graue, so faltige Haut. Voll ekelhaft. Ich glaube, das ist auch wirklich der, der auf die Kinder aufgepasst hat mit den ganz langen Armen. So, dann haben wir hier einen Hebel. So, gucken wir uns mal die Bilder an. Wir sehen eine Art Wurm oder auf jeden Fall hat der auf ein Auge. Ein Auge. Dann haben wir hier so einen hässlichen, eine Bulldogge. Nee, was ist das? Ist das ein Mops? Ja, das ist, glaube ich, ein Mops. Auf jeden Fall eine Hundeart. Dann haben wir. Das rechte Bild ist einfach nur ein einsames Bild auf der See. Links haben wir einen Koch, der irgendwie verstümmelt oder so aussieht. Okay. Die anderen Bilder gucken wir uns mal gleich an. So, kann man hier hoch? Okay, man kann hier hoch. Wofür? Hä? Okay. Ach, mehr als das? Doch, doch. Das geht noch höher. So, wir haben. Warum? Okay, hier können wir hochklettern. Hier haben wir so einige Sachen verstaut, wie Schuhe, weitere Kisten, Koffer. Hä? Und eine Wäscheleine, an der eine Hose drangehangen ist. Gut, dann werden wir hier wieder hinuntersteigen. Wir können leider auch an Fallschaden sterben. Deswegen, ja. Deswegen werden wir jetzt hier, westwegen werden wir hier runtergehen. Gut. Nee, das ist nicht gut, den Koffer so zu schieben. So, dann schnappen wir uns den Koffer. Der Schrank sieht eigenartig aus mit dem Hebel. Aber dem werden wir noch auf die Spur kommen. So, genau, hier haben wir ja. Die Wand ist eingerissen. Auf jeden Fall. Da gehen wir gleich hin. Aber erstmal nutzen wir dieses Spiel. Puh. Sind das für Geräusche auf einmal? Und wir sehen, hier gibt es ein aufklappbares Bett aus dem Schrank. Leider muss der Besitzer fixiert werden. Naja, und Fixierung deutet auch darauf hin, dass ein Mensch entweder anderen schaden könnte oder sich selbst schadet. Also entweder durch Gewalt, durch Suizid
Ja. Total eigenartig. Ah, jetzt können wir von hier oben mal ein bisschen mehr die Bilder sehen. Genau, dann sehen wir hier noch ein Bild von einem, ja, von einer Treppe, die nach oben führt und gelbes, warmes Licht heraustritt. Ganz lang gezogen. Oh, und hier haben wir mehrere Bilder von den kleinen Wichten. Oh, die kleinen Wichte. Warum hat man die hier als Bild? Das ist noch ein bisschen. Ah, schaut mal, da oben haben wir auch eine Porzellanpuppe, die wir verwenden werden. So. Bye. Ja. Wieder was freigeschaltet. Was auch immer. So. Und seht ihr? Hier auf diesem Tisch gibt es einen Schlüssel. Den werden wir mitnehmen. Und der Rest ist nicht interessant. Dann werden wir aufs Bett fallen. So. Wir haben den Schlüssel in der Hand. Für diesen Raum, den haben wir ja jetzt gut genug inspiziert, uns angeschaut, gibt es nichts. Das heißt, wir müssen den erstmal mitnehmen und mal schauen, was es hier so gibt. Moment. Gibt es hier was? Nip, nope. Martin hat auch dazu geschrieben, kommt meine Liebe für Rith zu spät? Nein, niemals. Oh mein Gott, wie süß. Ich fühle mich so geknuddelt von euch und so geliebt. Und ihr sollt euch auch ganz geknuddelt und geliebt fühlen. Voll mit den süßen Emotes. Dankeschön, Martin. Das ist total niedlich. So, ein Objekt werfen. Hau ruck. Aha, da haben wir doch die Tür, die hier abgesperrt ist. Rein da. Und die Schlüssel sind immer nur einmalig verwendbar. Da ist ein Affe. Hey. Hä? Tür aufmachen. Nicht Tür zu wieder. So. Jetzt haben wir hier so einen Affe, wie Homer den immer in Gedanken hat. Der macht viel Krach, aber mal schauen, ob wir hier überhaupt Krach machen müssen. Hier haben wir einfach nur wieder einen Durchgang zum Fahrstuhl. Ja, und da oben kommen wir nicht ran. Dann werden wir doch mal versuchen, den lauten Krachmacher. Ach, so. Es hat geklappt. Es hat funktioniert. So, schnappen wir uns. Vielleicht brauchen wir den gleich nochmal. War das nicht irgendwie so? So, wir können mit einem Aufzug uns irgendwohin befördern lassen. Oh, ist der laut. So, schauen wir mal. Kann man hier was interagieren, öffnen? Nö, hier kann man nicht klettern. Wir können nur hier rein. So, reinkriechen. Bringt aber jetzt erstmal nichts. Also wieder raus. So. Tja, wir können nicht bestimmen, in welches Stockwerk wir fahren wollen, aber. Tja. Mal schauen, wo uns das einfach hinführen wird. Wir laufen in der Zeit im Kreis. Wer ist schneller? Ich oder du? So. Links geht die Tür auf. Was haben wir hier? Oh, wir haben hier Ratten. Weitere Rohre. Oh. Oh nein, uns geht's wieder nicht gut. Oh nein. Boah. Okay, das Stück Brot hat uns nicht genug gesättigt. So, und wie gesagt, immer wenn diese Hungersanimation kommt, dann ist es schwieriger, den Charakter zu spielen. Oh, wir müssen jetzt ganz schnell was Essbares auffinden, aber das sieht doch hier gar nicht gut aus. Das ist doch einfach nur Metallrohre. Oh nein! Bitte halt durch! Wir schaffen es gleich. Oh. Da ist Fleisch. Fleisch für die Ratten. Okay.
Da. Oh, okay. Geschafft. Ja, wir haben so komische Fußspuren hinterlassen. Und wir wurden natürlich gefangen genommen. Scheiße, warum haben wir das Stück Fleisch nicht schnell rausgenommen und draußen gegessen? Oh, das war jetzt ein bisschen blöd von unserem Charakter. Oh, nein. 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 Der zieht einfach wieder ein Kind mit. Der schleppt einfach wieder... Das war genau das, was wir beim ersten Mal gesehen haben. Er war das. Scheiße, wir müssen aufwachen. Und seht mal wirklich, es werden hier auch noch andere Kinder so gefangen gehalten. Das gibt's ja wohl gar nicht. So. Weg. Wir versuchen jetzt hier auszubrechen. Sehr gut. Gut. So. Oh Gott, was für lange Hände der hat. Ich frag mich, ob das einfach aus der Perspektive eines Kindes geschieht, dass wir deswegen diese langen Hände sehen. Dann können wir jetzt aber hier erstmal absichern unseren Fortschritt. Und schauen mal. Ah, jetzt sind wir hier. Wisst ihr noch? Davor sind wir dort rausgekommen und sind komplett nach oben gelaufen. Das heißt, wir sind eigentlich, wenn man sich das ständig mal kritischer anschaut, sehen wir eigentlich, dass wir kaum Fortschritt machen. Wir erreichen hier nicht viel. Wir sind meistens immer in denselben Gebieten unterwegs. So, mein erster Gedanke war auch damals, so, ich muss jetzt die anderen Kinder befreien. Los. Nee, aus. Nee, aber er schiebt es nur. Und wenn ich jetzt vielleicht von hier probiere? Das ist total, ich finde das so makaber, dass man die Kinder hier einfach nicht öffnen kann. Öffnen kann, sage ich schon. Dass man die Kinder hier nicht freilassen kann. Oh, Verzeihung. Da, so läuft. So. Das finde ich total, das mag ich überhaupt nicht. Also, da sind noch zwei weitere Kinder. Das finde ich echt blöd, muss ich zugeben. So, was können wir hier? Ich weiß, da ist der Hebel. So, da können wir uns nicht festhalten. Ja, also mit den Kindern können wir leider nicht mehr interagieren. Das heißt, wir überlassen die wirklich. Ich meine, gut, wir haben ja so gesehen ja auch nicht den Schlüssel dafür, aber trotzdem. Ist das ein bisschen eigenartig. Hier haben wir auch noch einen Käfig, wo ein Eintopf drin ist. Das heißt, da wurde sogar mit einem Eintopf die Kinder in eine Falle gelockt. Oh, ganz makaber. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt für mich verwende, damit nur ich rauskomme. So. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Das tut mir wirklich leid. Ich bitte um Verzeihung. Ich versuche, wenn es geht, euch so schnell wie möglich hier auch rauszukriegen, wenn ihr nicht bis dahin... Wenn ihr bis dahin noch durchhalten könnt. Oh. So, ich merke. So. Oh Gott, ich muss euch leider alleine lassen. So, wir schwingen hin und her. Und schnell durchrennen. So. Ich will eigentlich nicht zu dem Mann mit den langen Armen. Ich will nicht. Oh, ich will auch nicht. Martin. Der große Unheimliche hat scheinbar auch Hunger. Hm. Kinderhunger. Oh Gott. Appetit auf Kinderfleisch. Kann ich hier nicht rein? Hallo? Tür? Hä? Ah, okay. Habt ihr gesehen, die Tür war wieder so eigenartig. Dann klettern wir mal hier hoch. So. Okay. Oh mein Gott. Hier haben wir sogar in der Ecke... Warum zum Teufel hat man bitte auf einem Schiff eine Guillotine, die von den Franzosen erfunden worden ist? Und man hat hier auch eine Schaufel. Oh Gott. Eine Badewanne? Okay. Oh. Die Dielen knarren. Ja. Okay. Sehr makaber. Also das weist auch wieder auf Tod hin. Beziehungsweise Umbringmöglichkeiten. Umbringmöglichkeiten.
Ich bin auch gleich so eine Umbringmöglichkeit. Aber ihr kennt ja schon. Manchmal gibt es halt Neologismen von mir. So, dann haben wir jetzt... Naja, und wie ihr euch denken könnt, sind diese ganzen Tücher oder Verbände... Was war das? Alter, die Dielen knarren. Und diese Verbände... Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Diese Verbände dämpfen das Knarren der Dielen. Das heißt, wir müssen darauf aufpassen. Und da ist er. Da ist er. Er... Oh mein Gott, er schnappt sich die Kinder. Er schnappt sich die Kinder. Oh Gott, und er mumifiziert sie. Der hat... Schaut mal, wie klein. Er ist eigentlich auch klein. Oh Gott. Das heißt, all diese mumifizierten Kokons oder... Sachen, die wir jetzt sehen. Wir wissen ganz genau, dass darin sich Kinder befinden. Oh mein Gott. Ich frag mich, werden die hier am lebendigen Leib... Oh Gott, über uns ist das also auch ein Kind oder was? Oder vielleicht ein größeres, ein Jugendlicher. Oh Gott, ekelhaft. Ja, und der hat kurze Beine. Eigentlich ist er nicht allzu groß, aber er hat sehr lange Arme und ihm sind die Augen verbunden. Also der besteht selbst aus so einer Art Verband. Hat dann einen Hut. Ja, also Kinderfleisch incoming. Martin hat dazu geschrieben, die Verbände sind für leckere Wraps. Für Kinder-Wraps. 100% nicht vegan. So, nicht vegetarisch. Oh Gott. Das Geniale ist auch wirklich... Hört ihr das? Oh Gott. Oh Gott. Man hört Herzklopfen und mein Controller vibriert auch wirklich im Takt des Herzklopfens. Nein. 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 Nein, du weißt nicht, wo wir sind. Hier ist es still. Ja, wo sind wir bloß hingerannt? Na, wo? Wo kann ich sein, hä? Dafür, dass er nicht sehen kann, ist wie immer so typisch, ist natürlich das Gehör, dass du... besser und schärfer. Okay. Musik hat aufgehört. Oh Gott, hier hängen überall Kinder rum. Ah, wir können uns auch seinen Arbeitstisch mal ein bisschen mehr anschauen. Ja, Scheren. Er hat zwei verschiedene Scheren. Dann hat er da irgendwie so eine Kordel oder so ein Seil rechts, damit er das verbinden kann. Und natürlich den Verband an sich, als ob es eine Art Geschenkpapier wäre. So, was machst du jetzt? Hä? Ja, geh doch wieder an den Tisch arbeiten. Nee. Wir sind schon längst über alle Berge. Ja, so ist's gut. Scheiße. Okay. Oh mein Gott, und neben uns ist auch noch ein Kind. Das lebt sogar. Das steht da rum. Oh Gott. Nein, du kannst uns nicht hören. Wir schleichen. Oh, oh, da kann er mich hören. Nicht. Nein. Geh mal weg. Wir springen da jetzt hin. So. Huh, geschafft. So, einen weiteren Raum. Hier brauchen wir eine Kurbel für. Die liegt sogar direkt schon hier. Oh Gott, Schuhe und Überreste von Kindern. Fuck.
Hier haben wir eine Falltür. Und das war's. Und noch mehr Müll. Ey, das ganze Schiff besteht einfach nur aus Dreck und Müll. Oh Gott. Wie laut das ist. Er hat uns gehört. Nein! Nein, 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 nein! Bye! Oh. So. Okay. Puh. Der hat uns gehört. Das geht ja wohl gar nicht. Was? Nein. Er macht noch mehr. Oh Gott, Schuhe. Schuhe. Sie greifen einem an. Sie sollen einen eigentlich Wärme und Komfort anbieten, aber sie werden um uns geworfen. Als Todeswaffe. So, einen weiteren Speicherpunkt. Ein Koffer zum Klettern. Mehr Ventile. Mehr Schächte. Mehr entlang. Oh Gott, was für Überreste. Wie viele Kinder müssen denn tatsächlich probiert haben, hier auszubrechen? Oh Gott. Oh Gott. Was zur Hölle? Scheiße. Ja, wir haben einen kompletten Raum nur mit Schuhe. Wir wollen gar nicht wissen, was sich hier drunter alles. Oh Gott. Oh Gott. Was sich hier drunter befinden kann. Ich muss schnell. Ich kann leider nicht schneller rennen. Oh, so. Puh. Gerade geschafft. Unter den. Oh Gott, und wie viele Schuhe fallen hier noch runter? Ich meine raus. Hier werden gerade wirklich noch Kinder auch aussortiert mit Schuhe. Oh mein Gott. So. Hoch, 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 da, hoch. Oh, gut, geschafft. Oh mein Gott. Das Schuhmonster ist unterwegs. Das Schuhmonster will jeden haben, der stinkende Füße hat. Oh Gott, schaffen wir den nächsten Sprung dahin? Zack. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gotti, Gotti, Gotti. Hoch da, hoch da, hoch da. Oh, das war knapp. So. Martin hat noch geschrieben. Toll. Nun weiß er, dass wir da sind. Ja, das ist das Problem. Er weiß, dass ein Kind ausgebuchst ist. Scheiße. Martin schreibt auch noch, das ist das Paradies für Frauen. So viele Schuhe. Tja, welche Schuhe wollen wir heute anziehen, ne? Vielleicht die schicken schwarzen oder die schicken braunen? Klaus, Wusel, Gusel. Genau, stimmt. Das habe ich damals, aber ich glaube, ich habe immer Grusel, Wusel, glaube ich, gesagt. Falls das eine Anspielung sein sollte. Voll gut, Klaus, dass du mich daran erinnert hast. Oder zumindest die Erinnerung in mir geweckt hast. Ach, das Schuhmonster, das werden wir jetzt mal hier beiseite legen. Oh mein Gott, wer hat hier bitte Ratten aufgehangen? Wer hat Bock auf Ratatouille? Boah, sowas wie von unlustig. Dann haben wir hier jetzt eine Mausefalle. Da ist aber kein Käse dran. Das heißt, ist richtig wirkungslos. So. Gott. Hä, da ist ein Loch. Kann ich da rein? Hallo? Nee, okay. Aufgrund des vielen Müllaufkommens haben die Leute hier auf dem Schiff auch Probleme mit unhygienischen Ratten oder Mäusen. Und deswegen, weil das einfach hier alles dreckig ist, haben sie. Nein! Nein! Ich warne dich! Nein, nein! Wir müssen um unser Leben rennen. Lauf! Lauf, Forrest! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, verstecken, verstecken. So, hier verstecken. Nein. Oh Gott. So sieht er aus. Oh Gott, er ist ganz schön groß. Trotzdem, okay. Er drückt den Knopf. Scheiße, er sucht ab. Fuck, er sucht ab. Soll ich denn hier raus oder nicht? Oder soll ich hier drin? So. Knarren die Dielen hier? Oh Gott. Wie er aussieht. Wie hässlich er ist.
Oh nein! Hier waren zwei Wichte versteckt. Und die ist er jetzt hinterhergelaufen. Oha. Scheiße. Okay. Was haben wir hier? Wieder ein einzelner Raum, der einfach nur mit Spielholzklötzen und diesem Affe. Hä? Geht's hier nicht weiter? Ach doch, hier gibt's eine Tür. Die wieder aus Metall ist. Die können wir nicht verwenden. Nee, ich muss das hier erstmal weg. Wegschieben. So, reicht das schon? Ja. Boah, der Affe, du bist so laut, Affe. Was willst du eigentlich? So. Affe, sei doch mal bitte leise. So, nein. Oh, diese Steuerung. Ich will nicht, ich will, genau. Hey, Wicht, bitte bleib hier. Bitte. Ein bisschen knuddeln. Ein bisschen Liebe, ein bisschen knuddeln, ein bisschen Liebe verteilen. Oh, da ist er. Oh Gott. Wie viel Spielzeug hier herumsteht. Oh mein Gott. Oh. Ganz kurz ausstrecken. Wow. So. Genug ausgestreckt. Oh. So, ein bisschen so. Wir kämpfen gleich gegen ihn, ne? Aber nee, stattdessen rennen wir weg. Tja, was sollen wir auch nur tun als kleine Dings? Oh Mann, ey. Warum rennen die immer nur weg? Eine kleine Knuddeleinheit hat noch nie jemanden geschadet. Martin schreibt, knuddelt Rith! Ja, komm, knuddelt mich, umarmt mich. Ich mag das wirklich sehr. Ich liebe das voll. Natürlich, wenn fremde Leute das einfach machen, ist es awkward. Warum geht denn der Affe jetzt an? Ah, weil er da einen anderen Affen hat. Aber wenn einfach Freunde oder Familie zwischendurch einfach so umarmen, um Danke zu sagen oder wenn man sich begrüßt oder verabschiedet, wirklich, ich mag das wirklich sehr. Also ihr könnt mich gerne knuddeln. Oder wenn wir uns mal in echt sehen sollten, können wir auch gerne zur Begrüßung uns umarmen. Aber hier will kein Wicht mich umarmen. Martin hat das auch dazu geschrieben. Da die Wichtel es nicht machen wollen. Ja, das stimmt. So. Oh, es hat sich gelohnt. Hier haben wir die Porzellanpuppe. So, Porzellanpuppe. Destroyed. Okay. Tja, mehr gibt's hier nicht. Hier ist es wirklich einfach nur jetzt zum Anschauen. Oh Gott, wie viel Spielzeug hier angesammelt wird. Und ich glaube, das habe ich gerade eben schon gesagt. Er geht seine Route hin und her. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Angie hat geschrieben. Cyberhug. Dankeschön, Angie. Oh, dankeschön. Und Martin, ich liebe Knuddelattacken. Oh mein Gott, Martin. Ich auch. Oh mein Gott, dann müssen wir uns gegenseitig knuddeln. Auf jeden Fall. Ich freue mich voll, dass du auch so denkst wie ich. So, aber er denkt nicht so wie wir. Naja. Kann man es ihm verübeln? Ich weiß es nicht. Die Stelle... Oh, oh. Die Stelle habe ich als ein bisschen eigenartig im Kopf. Als Erfahrung. Denn... Ja, er läuft hier hin. Ich muss den Affen gleich nehmen. Für die Affenparade. Ja, jetzt geh doch mal weg. Ich bin direkt im scheiß falschen Zeitpunkt. Ja, okay. Sieht doch schon mal better aus. So. Wie gesagt, ich habe diese Stelle als komisch und ein bisschen verbuggt in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht... Weil der hört... Alter, ich habe mich auch gerade ausgestreckt und meine Knochen haben nicht so geknackt. Alter Sack hier. Ich hasse es, wenn Charaktere atmen. Ich hasse es. Ich finde, das hört sich so ekelhaft an.
Ich weiß nicht warum, ich hasse es, wenn irgendwelche Charaktere, wenn du deren Atmen hörst. Ich hasse es. So, da ist der. Da. Guck mal, da ist der Affe. Da ist der Affe. Fuck, 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 fuck. Oh, Scheiße. Ich hab den Affen Scheiße geworfen. Oh nein, er hat uns geschnappt. Martin, Deal. Super. Oh nein, er hat uns geschnappt. Also wie gesagt, ich habe diese Stelle verbuggt in Erinnerung, dass selbst wenn ich den Affen in den anderen Raum werfe, dann kann er mich trotzdem hören. Und all diese Puppen, die darf ich nicht. All die Puppen darf ich nicht umschmeißen, weil das hört er auch. Wie gesagt, er hat voll das Katzengehör. Nee, er hat voll das Delfingehör. Ich will nur einmal gucken, ob er gespeichert hat, dass wir hier die Puppe. Ja, die Porzellanpuppe ist kaputt. Dann hat er das also abgespeichert. So. Gut, gut. Fein, fein. Super. Super duper. Here's the monkey. So, hast du Bock auf Monkey Playing? Keine Ahnung. Dance Monkey. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh. I've never seen anybody do that thing to before. Oh. So. Ich kack auf ihn. Weil er hört die scheiß Sachen knarren. Und selbst als ich mal da in der Mitte war, hat er es trotzdem noch gehört. Also, nicht gut. Nicht gut für Mamuschka. Mamuschka. Ich bin eine Russe. Eine Klischee-Russe. Klischee-Russe? Oh, scheiße. Ich bin kein Klischee-Russe. Ich dachte, er könnte mich da nicht greifen. Ich dachte, er könnte mich da nicht greifen. Und einfach greift da rein, der. Der Hässliche? Okay. So langsam wird die Stelle wirklich kacke. Alter, du bist so kacke. Jetzt such dir ein Spielzeug aus und raus mit dir. Raus! Ich sagte raus! So. Meine Fresse. So. Dance Monkey. So, jetzt geht's wieder los. Nein, 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 nein. Werfen. Einfach werfen. Da. Guck mal. Da ist der Affe. Der Affe tanzt. Der Homer-Affe. Seht ihr? Seht ihr? Und das meine ich selbst, obwohl ich. Boah. Selbst obwohl ich. Ich kann schon gar keine Sätze mehr formulieren. Klaus XD, Martin auch. Raus mit dir. Mama Rith hat gesprochen. Ja. Die Toastbrot-Mama hat gesprochen. Und nur ein Spielzeug gibt's für dich. Du musst dir eins aussuchen. So. Ja, gut so. Aber wie gesagt, die Stelle ist irgendwie. Weil ich bin auf den Holzdielen sogar geschlichen und trotzdem hat er mich gehört. So, also. Da. Ja, das Blöde ist, ich kann hier nicht weiter geradeaus gehen, weil er hört es, wenn ich diese Puppen. Ach, ich kann hier doch geradeaus. What? Okay. Halt dich fest. Halt dich fest. Nein, 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 nein. Nein! Nein, 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 nein! Nicht greifen, nicht greifen! Oh! Oh! Nein! Er hat mich noch gegriffen! Oh mein Gott! Ist das dein Scheiß Ernst? Oh mein Gott! Ich dachte, da oben wäre ich sicher. Ich habe mich schon so gefreut. So, ja, haha, hier kannst du mich nicht mehr kriegen. Gut, dann habe ich aber, glaube ich, jetzt verstanden, warum der bei mir immer gebuggt hat. Also nicht gebuggt, sondern warum ich diese Stelle schon zum vierten oder fünften Mal machen muss. Oder sogar schon zum zehnten Mal. So, weg mit dir. Dich liebt keiner. Just get out of here. So. Gut.
Weg. Da. Ja, los geht's. Geh dem Affen hinterher. Der Affe will mit dir spielen. Der Affe will auch mit dir spielen. Oh nein, aber ich will nicht mit dir spielen. Nein, ich will nicht. Haha, ich will nicht mit dir spielen. Hey, Charakter, geh mal nach oben. Ja, genau. Nein! Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Diese langen Arme sind die Arme des Teufels. Teufelsarme. Hast du auch eine Teufelsfrucht gegessen? Hat er eine Teufelsfrucht gegessen? Ey, warum verpisst du dich jetzt? Oh, nee. Oh, nee. Der wird uns im nächsten Zimmer auflauern. Nee. Habe ich keine Lust drauf. Naja, wenigstens haben wir jetzt mal endlich die Stille geschafft. Puh. Schweißperlen einmal. Boah, wie laut. So. Da ist er. Oh mein Gott. Wie so eine Spinne klettert er hier überall hoch. Jetzt haben wir hier einen einzelnen Raum. Okay, wir laufen jetzt auf den Teppich. Auf dem Teppich wird ja die Schritte gedämpft. Hier haben wir diese ganz großen Standuhren. Die sind alle... Warum wurden Uhren zerstört? Hat keiner Bock auf die Uhrzeit? Will keiner etwa die Realität wahrnehmen? Sagt es mir. Und die Spinnennetze sind ja mal auch voll abartig hier. Tja, hier war schon lange keiner mehr, ne? Ja, alle. Schaut mal, all diese Uhren. Selbst die Uhr ist mit einem Seil so festgebunden. Okay. So. Aufmachen. Hallo. Hä? Geht die Tür nicht auf? Das war laut. Okay, hier haben wir ganz viele Uhren. Die sind nicht kaputt gemacht worden. Haha, Realität findet immer einen Weg. Oh nein, nicht hin. Okay. Scheiße. Auf jeden Fall muss die Uhr nochmal gongen. Ich schnapp mir hier den Schuh. Psst. Wir müssen leise sein. Ganz leise. Klappt das? Ja, es klappt. Nicht den Schuh loslassen. Fuck. So, bye. Oh nein. Das sieht nach einer Rennpassage aus mal wieder. Nee, nee du. Nee. Mach doch die Tür auf, du Scheißcharakter. Ach, gut. Oh, Bücher. Ganz viele Bücher aufeinander gestapelt. Hoch. Okay. Also haben wir hier so eine Art Bücherei, Bibliothek. Oh mein Gott, ein Flügel ist hier oben. Oh Gott. Mit einem Seil festgehalten. Genau so habe ich zu Hause auch meine Flügel immer. Damit sie einfach schön keiner nutzen kann. Ich glaube, das ist wirklich die beste Aufbewahrung. So, das schwenkt wieder hin und her. Das heißt, wir müssen im richtigen Moment Musik machen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, wie lang das hier ist. Also wie lang die Regale gehen. Oder wie hoch, besser gesagt. So. Festhalten. Das ist ein Vorteil. Weil wir so schön klein sind, passen wir überall rein. Oder können uns überall... Nein. Nein. Nicht du schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie wir ihn nennen sollen. Langarmiger? Hässlicher? Mensch? Zurückgebliebener? Moment. Kann ich noch dahin irgendwie? Nee. So, er darf uns nicht hören. Fuck. Oh, hier brauchen wir eine Kurbel. Wer hat die Kurbel? Wer hat die Kurbel versteckt?
Hast du sie versteckt? Dann gib sie uns wieder her. Ach nein, wir müssen ja leise sein. Psst. Shit. Ja, wo kommen wir hier durch jetzt? Oh Gott, er hat uns gerochen, gewittert. Nein! Nein, nein, nein. Geh nach oben. Mein Charakter geht nicht nach... Okay, habt ihr es gesehen? Eigentlich hat er nach mir gegriffen. Aber... Okay, irgendwie war ich anscheinend in der Aufstehanimation, sodass er, dass ich unsterblich war. Auch gut. Soll mir recht sein. So. Martin. Mensch. Ist schon eine harte Beleidigung. Ja, das stimmt. Aber ich weiß ja auch nicht, ne? Weil, wenn man bedenkt, sind wir wirklich so ein kleines Kind oder sind wir auch so ein Wicht? Weil wir sind ja im... Wir haben im Koffer übernachtet. Boah, verpiss dich. Also, der Typ. Oh, warum greifst du nach oben? Was willst du da oben? Willst du die Zuckerdose? Hast du Bock auf Sugar? My lips like sugar. Ich begrüße ganz herzlich zur heutigen Livestream-Sitzung Mineria. Hallöchen, schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob ich deinen Namen richtig ausspreche. So, der Affe. Mit dem Affen können wir ihn jetzt wieder in... Da. Guck mal. Ich meine, hör mal. Man kann ihn jetzt... Ja, man kann den Affen dafür nutzen, um ihn eine falsche Fährte zu machen. Scheiße. Man kann auch Vasen nutzen, um ihn eine falsche Fährte zu geben. Ja, wo gehst du hin? Du weißt niemals im Leben, dass wir hier sind. Weißt du, dass wir hier sind? Er wusste, dass wir hier sind. Nee, och Mensch. Mann. Junge. Nicht mal ein Maßband kannst du halten, ey. Nicht mal ein Maßband kannst du halten, ey. Meine Güte. Oh, schön. Können wir das Ganze nochmal machen? Voll Bock drauf. Richtig Bock auf Stealth. Auf Stealth. Dinglish. So, hoch da. Nice. Martin hat Mineria begrüßt. Ja, das ist so in Ordnung. Das freut mich. Dann weiß ich Bescheid. Dankeschön fürs Bescheid geben. So. Oh mein Gott. Was willst du? Bitte geh doch einfach nur sterben. Du bist nicht der Hüter der Kinder. Du bist nicht der Hüter des Lichts, ja? So möchte gern Hüter der Kinder, ne? Boah, okay. Zap. Guck mal, der Affe! Ab zum Affen! Ja, los! Da wirst du ganz viel Spaß haben! Mit dem hässlichen Affen. Der ist genauso hässlich wie du. Ah, schaut mal. Haben wir uns so vorbei gesneakt, so ganz sneak peek. Sneak Peek? Ich mein's. Stealth? Nee. Nee, ich beweg mich nicht. Komm, ich be. Du weißt nicht, wo wir sind. Okay. Genug des Freunds. Denn er weiß nicht, wo wir sind. Du Hässlicher. Jetzt verpiss dich doch einfach. Typisch TV hat geschrieben, schaut sich jemand auch den Start von SpaceX gleich an? Oh, okay, interessant. Ich weiß gar nicht, was das ist. So. So. Wir machen mal weiter. Oh, er muss eigentlich weiter weg. Oder, Moment.
Das hat ja schon mal gut funktioniert. Okay. Ah. Aha. Hier ist die Kurbel. Hier haben wir einfach nur einen Abstellraum mit mehr Koffern. Haben wir hier irgendwo? Nee, das wollte ich nicht nehmen. Was haben wir hier sonst so? Okay. Gut, die Kurbel brauchen wir auf jeden Fall. Zack, zack. Oh, leise, leise. Wir schnappen uns die Kurbel. Aber wir kommen nicht mehr hoch. Wir müssen die Tür. Der Fernseher ist da. Wir müssen ihn distracten. Haha. Müssen ihn distracten. Wie machen wir das? Wie können wir das anstellen? Indem wir durchrennen müssen, glaube ich. So. Was läuft denn da überhaupt? Voll die alte Werbung. Da ist so ein Alt-Weiber-Ding gelaufen. Okay, wir rennen mit der Kurbel weg. Wir rennen. Speedy Gonzales. Speedy. Speedy. So, rein damit. Ui. Er hat uns gehört. Er hat uns gehört. Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. So. Hui. Huhuhu. Oh Gott. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Noch mehr Bücher. So, rein da. Oh. So, was haben wir hier aus den Fängen? Hä? Typisch TV hat dazu geschrieben. Heute starten zum ersten Mal Astronauten mit einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zur ISS. Oh, okay, krass. Das ist ja interessant. Wo kann man sich das denn anschauen, typisch TV? Und typisch TV hat dazu auch geschrieben, toll, jetzt habe ich wieder die ganze Zeit diese Musik im Kopf. Ohrwürmer sind immer gemein. So, hier haben wir jetzt Schienen, Gleise. Da können wir nicht rüber. Das verbrennt uns bestimmt, weil das heißer Dampf ist. Hui. So, dann gehen wir mal weiter. Oh. Tja. Die Tür können wir nicht öffnen. Dahinter befindet sich ein Zahnrad, ein Zahnradwerk. Tjup. So, dann. Ziehen. Ugh. Zieh. Und hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. So, warte mal, das Schiff geht, Moment, das geht wieder, glaube ich, ein bisschen anders, weil mit dem Charakter muss man wirklich so aufpassen, dass man das Schiff nicht so, also was ich damit sagen wollte, ist ausgedrückt. Die Schwingungen des Schiffs beeinträchtigen auch den Charakter in seiner Aktion. Warum bin ich stupid as hell? Stupid as hell? Oh, es tut mir leid, ey. Vor allem davor sage ich noch so, ja, ich werde verdampft, ne? Da muss man nicht rein. Und dann mache ich es aber. Aber der Checkpoint ist gut gesetzt. Leon hat dazu geschrieben, denkst du, dass du das Spiel heute noch durchspielst? Das Spiel ist tatsächlich auch ein kurzes Spiel. Also es geht ungefähr 3, maximal 4 Stunden. Kommt halt auf den eigenen Spielfortschritt an. Könnte sein, dass ich es heute durchschaffe. Könnte tatsächlich sein. Aber dafür gibt es auch noch ein DLC. Und das DLC weiß ich nicht, wie lange das noch gehen würde. Auf jeden Fall habe ich heute vor, wirklich ein bisschen länger zu streamen. So, dann werden wir loslassen, drüber springen
Und ja, genau so sollte es auch beim ersten Mal abgelaufen sein. So. Gut. So, geh nach oben. Und zack. Sehr gut. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Dieses Spiel hat manchmal tückische Fallen. Ach du meine Güte, ich hab mich... Kaum habe ich die Tür aufgemacht mit meinem Schwung, habe ich auch schon losgelassen und ich dachte, da wäre ein Boden und naja, ich bin runtergefallen. Ins Nichts. In die Tiefe. Typisch TV auf dem SpaceX YouTube-Kanal unter anderem. Ah, interessant. Vielen Dank, Typisch TV, dass du diese Information mit uns geteilt hast. Bestimmt wirst du dir das doch auch anschauen, oder? Wenn du das erstmal in Erwähnung gebracht hast. Leon hat dazu geschrieben, verdammter Mist. Ja. Verdampfter Mist. Das passt wirklich dazu. So. Ich habe gerade gute Karten. Wir haben gerade gute Karten. Schlechte Karten. Schnapp es dir. Komm, schnapp sie dir. Schnapp sie dir an. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land und suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was ihm ihre Macht verleiht. So voll unpassend. Sorry, ich habe euch bestimmt den nächsten Ohrenkrebs-Ohrenwurm gegeben. Ich bitte um Verzeihung. Und wir gehen weiter durch die Schächte, die so dunkel und düster sind. Mit den ekelhaften Händen des ekelhaften Mannes. Ich habe ja gedacht, dann könnte vielleicht hätte er mich nicht fangen können. Ja, habe ich so gedacht. Naja. Hat aber nicht funktioniert. Scheiße. Scheiße. Ich bin gerade wieder irgendwie im musikalischen Blues. Es tut mir leid. Die Ratte. Da ist die Ratte. Dich nicht atmen hören. Lass es einfach, okay? Halt einfach die Luft an. Wie komme ich denn jetzt an dem vorbei? Okay, wenn er das nächste Mal nach oben greift, dann... So, ja, ja. Hahaha. Jetzt wissen wir zum Teil, warum es diese Löcher gibt, weil er hat die so aufgemacht, ne? Richtig hässlich. Oh, die Ratte hat hier an was gekaut. Oh. Jetzt habe ich die Ratte verscheucht beim Essen. Es tut mir leid, Ratte. Ratzfatz. Tut mir leid, Ratzfatz. Was? Nein, noch eine Wegrennpassage. Hier wird überall der Müll und die Scheiße gelagert. Oh, uah. Can't believe that shit. Ich bin in die falsche Richtung geslided. Let it slide. Let it go. Let it go. Oh. Ich hab gedacht, er hätte mich gegriffen. Ich hab's gerade echt nicht gecheckt. Ja, naja. Okay. So. Oh, Concentration. Wieder in mein Toastbrot hören. Ein bisschen Konzentration. Ein bisschen... Konzentration wieder. So. Einfach wegrennen. Tschüss, wir haben keinen Bock mehr auf dich. Bye. Nein. So, runter hier. Nope. Oh, die Stelle. Die Stelle ist auch sehr, sehr gemein. So. Weil hier gibt's nichts. Das ist eine fucking Sackgasse. So, wir müssen diesen Käfig zerstören. Okay, gut. Eine Seite aber leider
Der Käfig, wir müssen ihn komplett noch zerstören. Der hat ja da noch die Dings. Er hat ja da noch die Dings und die Dings des Dingsens. So, und die zweite Seite. So. Oh, oh. Okay, das hat sich sehr, sehr dämonisch, teuflisch, magisch heraufbeschwörend angehört. Der hat seine Arme verloren. Der kann jetzt nicht mehr arbeiten. Tja, was will er dem Arbeitsamt nur sagen? Ich habe meine Arme zu Hause gelassen. Oder ein kleines Kiddo hat mir die Arme abgehackt. Boah, aber echt widerlich, ne? Die letzten Zuckungen. Habt ihr das auch gerade gesehen? Bah, widerlich. Raus da. Oh, also der dürfte jetzt eigentlich für uns nicht mehr, der dürfte uns nicht mehr in die Quere kommen. Hoffentlich. Hopefully. So, spring. Spring und festhalten ist anscheinend manchmal ein bisschen sehr schwierig. So. Dann machen wir es halt einfach von der anderen Seite. Oh Gott, wie ekelhaft. Oh. So, typisch TV. Ich schaue es mir gerade parallel an. Jupp, bin gespannt. Immerhin entscheidet sich, ob die Mission zum Mars in den nächsten Jahren stattfinden kann. Wow, okay. Mega interessant, typisch TV. Krass. Krass schon, wie weit manchmal so die Technik und so und die Entwicklung überhaupt stattgefunden hat. So, ich setze mich wieder ein bisschen behindert hin. Nice. So, da werden wir wieder wach. Also nach oben können wir nie, ne? Also wir können hier nie nach oben klettern. Also er kann sich nicht an den Nieten oder Nieten festhangeln. Das heißt, wir müssen wirklich hier wieder durch die Schächte. Oh, hier haben wir ein paar Haken. Oh nein, und wir wissen jetzt, was sich darin befindet. Es ist ein Kind. Oh mein Gott. Und hier liegt auch schon ein Kind. Oh mein Gott, wie makaber, ey. Das Kind hat es nicht geschafft. So. Oh. Währenddessen wir uns hier entlanghangeln, haben wir da einen Raucher. Der macht eine Raucherpause. Sieht aus wie ein Koch mit seiner Kochmütze. Und jetzt geht er mit seinen Raucherhänden wieder schön ans Eingemachte. Nicht Hände waschen und so, ne? Oh Gott. Oh. Ich finde das hier irgendwie echt ekelhaft. Beziehungsweise beängstigend. Traurig, dass hier so viele Kinder liegen und wahrscheinlich auch erstickt sind. Oh mein Gott. Oh nein, wir kriegen wieder Hunger. Oh nein. Das Stück Fleisch hat uns immer noch nicht gesättigt. So. Oh, hier sind Ratten. Oh mein Gott, wie viele Leichen liegen hier rum? Oh, das ist nicht so schön. Wieder eine Ratte. Okay. So, schnell Essen finden. Für unseren namenlosen Protagonisten. Oh nein. Oh nein. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Wir haben eine lebendige Ratte oder Maus gegessen. Am lebendigen Leib. Und das Fleisch war noch nicht mal irgendwie gebraten oder gekocht oder... Aber
Das ist das erste Mal, dass wir uns an einem lebhaften, an ein Lebewesen vergriffen haben. Naja, ja, die Natur ist so. Gefressen oder gefressen werden. Nichtsdestotrotz ist es... ist das sehr makaber. Und sehr... unwohl. Dass man aus Verzweiflung wirklich ein Lebewesen am Stück ohne sonst was isst oder draufgekaut hat. So. Hä? Ja, mach doch bitte. So. Unglaublich. Schaut euch das an. Wie viele Tonnen von all den Leichen? Das kann doch nicht sein. Was machen die mit all den Leichen? Lassen sie die jetzt hier einfach im Müll verrotten? Oh, wahrscheinlich nicht. Denn hier haben wir jetzt schon mal eine Blutspur und eine Tür. So. Ich kann den Wagen rollen. Schauen wir uns doch mal kurz um. Ja, das sieht stark wie ein Butcher, Metzger aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. So. Ja, das ist besser. Ja, hier sehen wir jetzt auch die Tonne mit den Kinderleichnam. Kommt euch das nicht auch bekannt vor? Hier, das haben wir doch gesehen, als wir einmal diesen Augenbeobachtungsraum gedrückt haben. Da haben wir hier, ich glaube, auf das saß dieser Koch. Und jetzt befinden wir uns hier in der Küche. Mit... hier sieht es eher normal aus. Wir haben hier normale Zutaten, Knoblauch, Zwiebeln, Radieschen, Kartoffeln, Karotten. Hier haben wir die ganz normale Lagerkammer. Die Kammer des Schreckens. So, dann haben wir hier ein Waschbecken. Ja, Dampf, Rauch vom Essen. So, hier können wir hindurch. Oh Gott. Also bei dem Spiel fällt mir nur oh Gott ein. Oh Gott, der mit seinen Augen, wie die Augen so nach oben. Ich weiß nicht, als ob er schon gar nicht mehr da wäre. Ja, da ein bisschen Wurst rein. Da haben wir Fisch. Dann haben wir hier verschiedene Filets oder Steaks. Und die zerhackt er jetzt auch. Also... in der... oh Gott, wie der aussieht. Auch dieser Mund, ey. Auch seine ganze Haut, die ist so fettig, so schwabbelig, so... ekelhaft. Okay. Da sah es in der Lagerkammer echt leckerer aus, mit noch ein bisschen mehr Kartoffeln und Gemüse. Und hier haben wir nur Fleischproduktion. Nur Fleisch. Naja, wahrscheinlich wird es teilweise auch das Kinderfleisch sein. Und nicht nur der Fisch. Er hat uns gesehen. Diese Trompete, wenn... ich mag auch sehr den Soundtrack. Der ist schon sehr stimmig gemacht. Passt sich auf jeden Fall zur... zur derzeitigen Spiellage immer an. Schön musikalisch untermalt. Oh Gott, jetzt sind wir in der Küche. Und nochmal ein Stück Wurst rein, ein bisschen Blutwurst. Eine Currywurst. Ich hätte gern Currywurst mit Pommes. Pommes frites.
Nee. Oh oh. So. Jetzt sind wir noch näher an ihm dran. Jetzt würzt er auch mal. Oh, wie süß. Meine Katze, die ist da gerade so süß. Die wird von Zinnet so süß gehalten. Oh mein Gott. Voll unpassend gerade, aber voll süß. Hi, Siri. Siri. Baby. Oha. Nur Siri guckt mich jetzt gerade an. Oh, Baby. Oh. Willst du sie noch einmal kurz herbringen, wenn du schon so süß sie zeigst? Oh, wie süß. Oh, Baby. Habt ihr das gehört? Baby hat keine Lust. Oh, Joey, hast du keine Lust, Baby? Guck mal, Baby ist hier. Das Baby. Ja, Baby. Ja. Baby hat keine Lust. Ja, aber Baby keine Lust. Ja. Oh mein Gott, wie süß. Dankeschön. Voll die Aufheiterung. So. Typisch TV hat geschrieben. Ich schau's mir. Achso, nee, genau. Das habe ich doch gerade schon gelesen. Das heißt, die kleinen Wichtel taten gut daran, vor Six abzuhauen. Heißt er wirklich Six? Das ist interessant. Und ja, gut, dass sie abgehauen sind. Leon hat geschrieben, gute Nacht, Rith und Zuschauer. Ich werde schlafen gehen. Habt noch einen schönen Stream. Vielen Dank, Leon. Dann wünsche ich dir ebenfalls einen erholsamen Schlaf, eine gute Nacht und vielleicht sehen wir uns die nächsten Tage. Vielen Dank, dass du dabei warst. Klaus, knuffig. Ja, knuffig, genau. So, man braucht auch mal kurz eine Knuffelpause. Währenddessen man hier einfach voll noch... So, jetzt würzt er nochmal so ein bisschen mit Pfeffer und Salz. Jetzt geht er wieder weg, okay. Ja, dann... Oh, der kleine Wichtel. Hey. Oh, hier ist ein Fischkopf. Okay. Wo gehst du hin? Nein. Aha, auf einmal holst du dir was von dem Schrank, ne? Irgendwie so ein bisschen voll das Klischee, dass Köche oder gute Köche fett sind, weil die gerne essen. Naja, bei ihm stimmt's anscheinend, ne? Okay. Gut, er schnappt sich da jetzt und macht mit dem Kopf, mit dem Fisch des Kopfes noch was. Kann er mich hören? Not good. We need a key. We need a key. Und hier sieht man direkt, dass man hier schon hochlaufen kann. Bah! Hast du gerade in die Suppe genießt? Gehustet? Hallo? Hände waschen. Und desinfizieren bitte danach. Hände mit Seife waschen und dann desinfizieren. Oh. Tja, er hat uns gehört. Nur weil ich den Speicherpunkt... anzünden wollte. Wo ist er? Da ist er. Ja. Wo bin ich denn? Woher kommt diese Glasscherben her? Porzellan, Geschirrscherben, keine Ahnung. So. Wie können wir hier weiterlaufen? Ah, okay, links können wir nicht weiterlaufen. Was haben wir hier überhaupt? Oh Gott, hier oben haben wir ja auch noch mehr Fische dranhängen. So. Zack. Oh, oh, nicht weiterlaufen, nicht weiterlaufen. Ich schnapp mir das mal und ich pack ihn mal irgendwie auf einer anderen Fährte. Oder wir müssen doch eh nie hier hin. Oh, Mist. Das hat ja gut geklappt mit der anderen Fährte. Da läuft er. Sieht er mich? Nein, du kannst mich nicht hier oben sehen. Der sieht mich doch. Oh mein Gott. Ja, du Fettsack, ne? Ist schon scheiße, wenn man so fett ist. Tja, er kriegt uns nicht. Hört mal, wie geil die Musik ist. Tja, und Raucherlunge auch noch dazu. Also, mit deiner Raucherlunge hast du eh nicht so viel Ausdauer. So. Sag mal, hast du schon wieder genießt?
Corona? Genossen, genießt? Plural von niesen. Tja, jetzt hat er mich wieder vergessen, weil er eh nicht an mich rankommt. Hier gibt's mehr Fische. Fischi, Fischi, Fischi. Hey, Fischi, Fischi, Fischi. Und so Taschen, wo wahrscheinlich weitere Fischsachen. Oh! Toilette. Seife. Seife? Seife? Was ist Seife? Wir wissen nicht, was Seife ist. Ach. Wir stinken so sehr. Ja, habe ich die Seife weggeschmissen. Macht das Sinn? Man hat hier ein Bild von einem Kind zu hängen. Oh. Und ich kann da oben, ich glaube, einen weiteren Checkpoint machen. Checkpoint Charlie. Da. Sehr gut. Also hier heißt es auch Partner scheißen. Im Duett. Die sind auch sehr eng aneinander gebaut. Also das ist eine sehr enge Bindung hier. Die auf jeden Fall hier auf die Toilette zusammengehen. So, Seife. Hi Seife, tschüss Seife. Na, ma. Ich kann einen Fahrstuhl holen. Ist es laut? Nee. Ich mach den Fahrstuhl noch nicht. Wir gucken erstmal, was es sonst noch hier gibt. Typisch TV hat geschrieben, auf der Gamescom 2016 liefen die Köche auch rum. Nein! Oh mein Gott, ich hatte Karten für Gamescom 2016, aber konnte dann doch wegen meiner Arbeit nicht dran teilnehmen und... Aber die haben die Leute geknuddelt und Werbung fürs Spiel gemacht. Oh, wie schön. Oh mein Gott, dann habe ich das verpasst. Stimmt, weil ein Jahr später ist das ja rausgekommen, ne? Boah, voll interessant zu wissen, typisch TV. Voll gut. So, hier haben wir eine Heizung, eine Teekanne. Die Tür ging laut. Die Tür ging laut auf. Ah, und hier haben wir schon wieder diese Symbiose von noch einem Koch. Die zwei sind einfach unzertrennlich, die Zwillinge. Weil die haben selbst nicht nur die Toiletten so eng nebeneinander, sondern auch die Betten so nah nebeneinander. Ah, der Schlüssel. Also unzertrennlich. So. Oh, und da haben wir auch links. Ganz schick. Total wunderschön. Zentriert sehen Sie hier ein Bild einer wunderschönen einzelnen Toilette. Schaut euch dieses Prachtstück an. So sauber, so frisch, so desinfiziert. Das musste man einfach auf Foto festhalten. Denn sonst sieht die nicht so aus. Oh Gott, oh Gott. Nein. Ihr habt gesehen, der sah vom Gesicht her auch schon anders aus, ne? Mit den Augen und dem Gesicht. Und jetzt, wo es hell ist, können wir hier ein bisschen mehr gucken. Ja, wir sehen wirklich die beiden Zwillinge zu einem vereint. Also beide wollen eigentlich nicht einzeln existieren, sondern eigentlich... eins sein. Klaus, glaub, habt ihr da gesehen? Oh, mega gut. Okay, was sehen wir sonst noch? Wir sehen jetzt auf der einen Hälfte einen Kleiderschrank in weiß. Auf der anderen Seite haben wir auch aber eher so Schubfächer. Hier haben wir auch schön tapeziert und ein paar eigene Bilder. Oder Fotos, besser gesagt, angeklebt. Dann ein Ball zum Spielen. Wir hören ihn gerade nicht. Das heißt, er ist woanders. Erstmal. Wir haben noch den Schlüssel dabei.
Können wir auf den Weg zurück? Nee, das macht keinen Sinn. Nee, und ich glaube, die Gitter sind da auch wieder zu. So, dann werden wir den Fahrstuhl rufen. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. So. Nehmen wir den Aufzug hinunter. Ah, die beiden. Oh! Oh, da ist... Oh, da ist er! Oh nein. Hat er sich da drin versteckt? Ich glaube, der Koch hat es leider gehört. Oder eines der Köche? Okay. Ich würde sagen, wir lassen den Schlüssel mal hier liegen. Und wir befreien natürlich den Wichtel. Der kann doch da nicht ersticken. Das war leider laut. Tut mir leid. Komm zu mir. Oh, er zeigt auf ihn. Habt ihr gesehen, er hat so auf ihn mit dem nackten Finger auf ihn gezeigt, wie man das immer so schön sagt. Der kommt auch her. Der kommt auch her. Oh nein! Er versteckt sich, er rennt weg. Oh, süß. Bitte fress ihn nicht. Okay, also an ihm hat er kein Interesse. Okay, gut. Dann komme ich jetzt zu dir. Und knuddel dich. Yay. Pass gut auf dich auf. Hier sind viele Kannibalisten unterwegs. Oh, du rennst wieder weg. So, dann schnappen wir uns den Schlüssel. So. Und werden jetzt erneut... Gesundheit. Gesundheit. Okay. Wir werden hier erneut durch die Küche gehen. Da ist er. Ja, er läuft da entlang. Gut, dann laufen wir auch hier entlang. So. Ich glaube, wenn wir nicht rennen, hört er uns jetzt nicht unbedingt, oder? Oder? Oder hört er uns generell nicht? So. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den Schlüssel und können ihn nun verwenden. Das war laut. Wir müssen uns beeilen. Wo geht's direkt weiter? Ah, okay, hier ist... Okay, hier ist die Metzger. Die Metzgereiabteilung. Nee, an der Türklinke kommen wir nicht. Wir werden hier durch dieses kleine Fenster... Kleine Fenster. Auf jeden Fall werden wir uns hier durchkriechen. Hui! So. Und wir befinden uns in der Fleischwurstabteilung. Fleischwurstabteilung. So, dann werden wir doch mal gucken. Ne, wie nennt man das? Fleischwolf? Ne, Reiswolf? Ne, Fleisch? Reiswolf. Okay, es passiert nichts. Es kommt nichts raus. Wenn wir jetzt uns hier dranhangeln... Oh, oder auch runterfallen. Moment, kann man die Wurst... Man kann die Wurst aufsammeln! Und er isst sie einfach nicht. Er isst die Wurst nicht. Er wirft sie lieber weg. Schnapp dir die Wurst. Maikas Würstchen. Wie war das nochmal mit der Werbung? Chef, warum sind Wiener so beliebt? Die Wiener Würstchen so beliebt? Weil sie knackig wie Deutschländer sind. Und zart wie Bockwürste. Und irgendwie noch so weiter.
Genau mein Ding. So, ein... Seht ihr, jetzt haben wir da... Okay, also hier haben wir jetzt die Luke. Mit der Luke können wir... Mist. Möchtest du mir etwas mitteilen? Nein. Sag ruhig, wenn ich die Werbung falsch zitiert habe. Warum heißt ein Deutschländer eigentlich Deutschländer? So fängt das an. Ach so. Warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Schön zu wissen. So. Jump! Und da kommt kein Fleisch mehr raus. Das heißt, wir brauchen Fleisch. Und wir hangeln uns hier fest. Oh, toll. Und ich bin direkt im Millipixel entlang gegangen, wo er sich nicht hochziehen kann. Der namenlose Protagonist. Jo. Ach nee, nein, nicht da. Sondern da. So, dann schauen wir mal. Oh, hier ist die Kühlabteilung. Hier ist die Kühlung. Haben wir hier unten was? Nein, haben wir nicht. Wir haben aber hier neben... Oh, Speck. Ham. Schinken. Riesenschinken. Naja, in dem beißt er jetzt auch nicht rein. Eigentlich könnte er doch jetzt auch in diesem Schinken reinbeißen. Oder in die Wurst. Die Wurst. Das ist die Wurst. So, was können wir sonst noch machen? Aha. Schaut mal, hier haben wir leider, wenn man das wieder genauer betrachtet, teilweise auch wieder diese Kinder eingewickelt. Die werden hier echt gekühlt und dann als Fleisch serviert. Cannibalism. Kannibalismus. So, wir können uns hier dran festhalten. Hangeln uns in... hin und zurück und so. Her mit dem Fleisch. Immer her damit. So, können wir hier hoch? Ich will hier hoch. Sehr gut. Ah, hier haben wir die Kühlgeneratoren und einen Speicherpunkt. So. Dann haben wir nur die Generatoren und leider noch mehr eingepackte Kinder. Gehen wir einmal hier nach oben. Hier kann man noch weiter hochklettern. Oh. Nein. Leider schwenkt die Kamera hier oben auf einen kleinen Wichtel, der leider gestorben ist. Dankeschön. Der leider gestorben ist und die Ratte oder Maus knabbert an ihm. Oh Gott, wir haben einen Wichtelleichnam. Das ist nicht schön. Neben einem Kinderleichnam sogar. Das fällt mir erst jetzt auf, ne? Neben einem Kinderleichnam. Oh, okay. Aber mehr kann man jetzt hier auch nicht machen in dem Raum. So, dann haben wir schon mal das eine Fleischstück in der Luke drin. Dann machen wir das nächste mal hier drauf. So. Und gehen wieder nach unten und werden wieder den Fleischwolf, ich weiß nicht, wie man das nennt, werden auf jeden Fall diese Fleischmaschine, die Wurst draus macht, verwenden. Und hopp. Nee, Moment mal. Wir haben ja gar nicht unterm... Wir haben gar nicht unterm Tisch geschaut. Und wir sehen hier wieder einen ganz verängstigt einsamen Wichtel. Hey, du. Na, komm doch mal her. Oh. Ich hoffe, dass es dir besser geht. Der folgt uns jetzt auch wieder. Voll niedlich. Ja, voll süß. So. So, weiter geht's. Es geht um die Wurst. Es geht um die Wurst. So. Fleisch, Nachschub und, wie mache ich das? So. Und eins. Und zwei. Und droh. 3. So. Mehr Wurst können wir jetzt nicht machen, denn wir werden die Wurst wie eine Hochliane verwenden. Süß, er hat gerade auch versucht zu springen wie wir. Oh, süß, seht ihr das? Synchron springen. Süß. So. Jetzt hangeln wir uns hier an der Wurst entlang und zack und zack und zack. Sehr gut. Genug Schwung. Oh.
Das führt in einen weiteren Lüftungsschacht. So. Ach, typisch, die Frau hat auch noch geschrieben. Die hatten auch einen schönen Messestand im Design eines übergroßen Schrankes. Ja, passend hier zu der Einrichtung. Wow, wie schön. Und Klaus hat geschrieben, du bist der Nächste. Mit dem Fingerzeig. Ja. Oh, hier ist noch wieder ein bisschen Kühlraum. Okay, gut. So. Und wir haben hier mehr Kinder, mehr Kinderfleisch. Mhm, schön wird es frisch gehalten. Hier kann man rein. Das ist kein gutes Zeichen, wenn man hier rein kann. Und wir brauchen einen Schlüssel. Dann werden wir mal gleich den Aufzug holen. Ich würde vorschlagen, dass ich an dieser Stelle jetzt eine... Okay, es ist ziemlich spät, aber ich werde jetzt wirklich zu Abend essen. Ernsthaft, ich habe vorhin nur einen kleinen Snack gegessen. Und jetzt würde ich zu Abend essen. Das heißt, ich würde so ungefähr in 30, 45 Minuten weiterspielen.